Heißt der Leute, was geht ab, Plan? Oder festgehen wir wieder? Und was geht, was geht, was geht, was geht? Heute ist wieder so ein Chili-Stream. Wir werden ein bisschen zocken, ein bisschen Controller, ein bisschen Keyboard, ein paar Spiele und werden uns Essen bestellen. Also ich will es aber nicht angehen, dass ich mir Essen bestellen kann. Allgemein einfach. Ne? Und dann als Spiel Fortnite, Doppelpunkt, Hyperscape. Von Dolph und Hyperscape. Denn das ist es ja. Okay, Leute. Zuallererst will ich mal vorschlagen, gehen wir auf Twitch-Schneid.exe rein. Und ja. Hat ihr Twitch Schneid? Darf ich ein bisschen zeigen, was ich mit Keyboard gelernt habe? Also ein bisschen noch mehr Verbesserungen sind wirklich da. Ein bisschen was mit Controller ist. Auch. Ich werde wieder ein bisschen mit Controller anfangen, also falls ich Keyboard nicht in Fortnite komplett lernen, weil ich finde, da bin ich viel zu schlecht und dann kann ich nur Edit Maps spielen, weil ich einfach nur in Edit Maps irgendwas am Treiße. So, in der Zeit, oh, da dürft ihr nicht, da dürft ihr sehen, das ist geheim hier, das soll halt auf dieser Seite. Muss ich mir mal kurz ein paar Sachen machen. Was machen Sachen? So viel. Ja. Ich mache mein Mailpostfach. Mein Leggeres, Schmeggeres. Mailpostfach. So, ja. Und dann Passwort. So. Schöne Mailpostfach. Nein. Da, vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Nein! Okay, Leute, scheiß drauf, wir machen einfach neuen Account. Also mein Twitter-Mail-Account meine ich damit, wo mein Paper drauf ist. Da muss ich doch mal bestätigen, dass ich mal verstellen will. Weil es irgendwie nochmal nicht funktioniert. Schon mal danke an Paper dafür. Und sage ich mein, jetzt weiß ich wieder ein neues E-Mail-Konto machen. Das ist. Perfekt. So. Nachname. Nutzername. Der Nutzername muss vergeben. Ja, komm. So, Passwort. Ja. Leute, mein Gaming-Keyboard, es gab so, wo ich es gekauft habe, gab es auch so normale Keyboard. Die waren ein bisschen billiger, wenn sie dann nur billiger. Und diese normalen Keyboards, ich habe mir beide gekauft. Ich schwöre, Leute, ich hasse es. Ich muss immer, fast immer wechseln, aber das tue ich den Streamer nicht, weil ich diese Gaming-Keyboard nicht so richtig tippen kann. Das sind mir viel zu tief, aber zum Gaming sind die halt richtig gut und so normal. Also ehrlich, weil sie sagen ja, ey, Gaming-Keyboard sind sinnlos, man kann auch mit normalen Keyboard stoppen. Ich finde ehrlich, es ist nicht komplett sinnlos. Es ist sogar wirklich irgendwie sinnvoll, diesen Gaming-Keyboard zu kaufen. So, voll letztendlich gestartet, schon gut so. Kurz hier Kohlkonto einrichten, starten. Ah, ich will. Nein, 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 nee. Nicht jetzt. Will ich alles nicht. Da habe ich nur bei was verändert bei Keyboard. Nur eine Sache und zwar hier das Druck habe ich auf 2 gelegt. Also vorschlagen, wir gehen rein da. In die Olja. Ich mich frage, warum es gerade hier nicht funktioniert bei Google. Das liegt ja noch. Ich habe gar nicht so, dass ich eine 500.000er Leitung habe, ne? Wir können mal einen Speedtest machen. So. Wir können ja mal einen Speedtest machen. Warte. Hier, können wir mal einen Speedtest machen zusammen. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen Chrome hier kleiner machen. Er wird nicht der beste Speedtest, weil ich gerade streame und so. Aber ja. So. Speedtest.net. So, Leute. Da könnte ich automatisch, weil ich jetzt einfach zu mir am besten passt. Ich lade gerade was hoch. Und ich streame, deswegen weiß ich nicht, ob es schnell sein wird. Meine IP-Karte war hier, aber Spaß. Scheiß drauf, jetzt machen wir los. Und schauen, wie schnell wir sein werden. Wenn während ich streame, ein Video uploade und mir eine E-Mail-Adresse mache. Und zocke. So, Leute, das reicht es. Ich habe mal umgerechnet. Umgerechnet wären das 34 Mbits.
Ich glaube, 34 M wird es dann wieder wert. Nein, ich will nicht Fortnite beenden. Ich will Fortnite spielen. Und zwar nicht mit Keyboard, sondern mit Controller. Danke dafür. So. Ach, lecker. Warum bewegt er sich wieder von alleine? Ist euer Ernst, wenn ich den Controller alles wie vorher eben repariert habe, ne? Out of stream hat es wieder funktioniert. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, weil ich streame, habe ich keinen Bock mehr auf mein Leben. Und wenn es ernst. So. Mal kurz was schauen bei den E-Mails hier. Ah, es funktioniert immer nicht. Geil. Ich hasse Google. Und Google hasst mich. Warum ist der. Leute, es geht gleich weiter. Nur kurz das klären hier so. Habe es geklärt. So, keine Musik im Hintergrund heute, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich kann mich wieder nicht normal bewegen. Der Controller rutscht immer wieder nach, automatisch nach unten, das nervt mich. Guck mal, Leute. Warte. Jetzt wieder. Ah, gut, nach unten. Ich kann ihn nicht hochmachen. Ah, jetzt. Oh, Digga. Ich hasse meinen Controller, deswegen wollte ich umsteigen. Ich schwöre mal, das Problem heute im Stream noch zweimal auftritt, steige ich wieder um. Ich wollte eigentlich wieder auf den Controller umsteigen, weil ich dachte, er funktioniert wieder. Aber wenn es wieder so Probleme gibt, Digga. Oh, ein Problem, noch eins und dann steige ich wieder um und durch den Controller weg. Aber auf Controller editen auf der Stelle kann ich ja noch immer. Ich kann schon mal das Ganze ändern, weil ich sowieso gleich benutzen werde. Also ich brauche die Umkehren so nicht. Oh, so komisch auf Controller ist. So Leute, wir bauen hier eine Pyramide und testen es aus. Controller. Tastatur mit Maus und F-Taste. Tastatur mit Quadwinds auf Keyboard only, also ohne Maus. Naja, man kann schon sagen, was ich Controller kann. Ne? Okay, Leute, ich den Controller wieder abstecken. So. Abgesteckt. Okay. Und meine E-Mails erstellt. Yay. Da können wir gleich schon mal rein in die Organisation. Konto auswählen, wird schon mal gemacht, schon mal gut so. Ja, yep, Mail Google, Mail U2. Und ich habe ein eins geübt, siehst du? Ja, ich will kein Google Meet, Digga, ich hasse Google Meet. Ich hätte dieses Google Meet einmal benutzt, Digga. Ich hasse es einfach nur. Also ich bin schon wirklich gut auf Controller, finde ich. Dafür, dass ich nicht so lang. Also nicht auf Controller, auf Keyboard, dafür, dass ich nicht so lang spiele. Also das ist nicht so lang, aber ja. Ich wollte mich selbst zu fliegen bringen. Job, da ja, Tom, noch. So. Richtig gut. Leute. Ja. Ich werde nebenbei natürlich noch ein bisschen was hier machen auf dem Desktop. Wie das hier. Ich sag's natürlich nicht, weil ansonsten werdet ihr meine Sachen hier klauen, wie ich euch kenne. Also nicht, wie ich euch kenne, ich habe ein paar mehr YouTube-Kanäle, wie ihr wisst, und da habe ich einmal meinen PayPal so gezeigt, nur meine PayPal-Me-Link, also PayPal.me/YouTube war, glaube ich, das. YouTube Charik, und dann wurde ich einfach gescampt, weil einfach einer, obwohl ich es ausgeschaltet hatte, glaube ich, Geld gezogen hat. Also ich habe keinen Bock, euch mein PayPal-Link zu zeigen. Deswegen macht PayPal auch versteckt. So. Andere YouTuber würden sagen, komm, ich vertraue mich mein PayPal-Meeting an. Ich würde sagen, nein. Komm, Welle. Selbst wenn ich drücke. Oder wenn ich eine Maus mache. Der Beweis, dass ich es mit der Maus mache, Leute, weil ich mich bewege beim Editen. Das kann ich ja, wenn ich es noch hier machen muss. Ja, okay, Leute. Ich mache so kurz weiter hier. Und ich muss mein Handy holen. Das ist schon mal toll, Kappa. Ich hasse es, wie ich das Handy holen muss, weil ich es so nervig finde. Mann, okay. Ja, es reicht wieder. Leute, ich finde es ehrlich geil, mit euch zu streamen. Ihr seid eine geile Community. Ihr hilft mir immer, wenn es irgendwie schlecht geht. Also von daher, weil ich einfach mich bei euch ausdrücken kann, so offensichtlich. Und deswegen mag ich euch halt. Und nicht nur deswegen natürlich, aber das ist halt so ein Grund dafür. So, komm her. Dann komm ich auf den Ton. Ah, es ist nicht auf den Lungen, weil mein Handy stumm war. So, das ist schon mal erledigt hier mit PayPal. Oh, wieder E-Mail-Adresse, oh mein Gott. So. Ja. Vorname, ja. Ja, Passwort.
Das ist so dumm, Leute. Bei mir gerade, ne? Wisst ihr warum? Ich kann es euch mal erklären. Und zwar, ich habe so aus Versehen mal damals auf Chrome so eine Autofill-Funktion gemacht, dass ihr, wenn meine Webseite mit E-Mail abgespeichert hat und so weiter. Und immer, wenn sie sich irgendwas ausfüllen, das soll ich meinen Nachnamen, ist es so, dass die meine E-Mail-Daten einfügen, sagen, ich habe schon ein Konto. Und das ist das Problem dann, wenn ich was machen will, kann ich mich nicht registrieren. Aber wenn ich das kaufen will, soll ich mit dem falschen Konto einfach schon alt ist und dann kann ich es nicht bezahlen. Und dann habe ich so Probleme, weil man das nicht mehr ausloggen kann, muss es neu bestellen. Also gestern durch wollte ich mir einen Gaming-PC bestellen, kann ich nicht machen, weil der Gott mich die ganze Zeit mit den Falschen eingeloggt hat. Ich klär das kurz hier mit PayPal durch und dann können wir gleich schon weitermachen. So, ja. Ja. So. So, das ist schon die Seite, die ich brauche. Das ist die Seite, die ich brauche. Anyone. Aber was war das? It's not a ticket. Ich muss jetzt wieder was machen, Leute. Das ist die. Ach, scheiß drauf. So. Kopieren und jetzt hier reinfügen, glaube ich. Bitte klappen. Och Mann, bin ich schon echt zu dumm, um einen Text zu kopieren? Oder was? So. Und jetzt aber. Aha! Charlie ist der King. So, eingeben. Und schon haben wir es erledigt. Und warum habe ich hier eine Ads? Ach stimmt, ich habe hier keinen Adblock drin. Ich habe auf meinem anderen Browser Adblock drin gehabt, deswegen. Ja, okay, Leute. Dann machen wir mal hier das Ganze rein. Und dann sind wir gleich schon wieder in Fortnite drin. In 2 Minuten bin ich wieder da und können weiter zocken. So. STG und C zum Kopieren und STG und V zum Einfügen, ne? Ja. Yep. So. Ich glaube, ich muss ehrlich einen neuen Browser nur dafür aufmachen, um etwas einzufügen. Weil es mit dem normalen Browser nicht funktioniert. Was es mich abfuckt. Weil ich keinen Bock drauf habe. Ich will was einfügen, einen Text. Und ich muss dafür einen komplett neuen Browser aufmachen, weil es nicht funktioniert. Weil er den Text falsch kopiert. Der macht so 20 Leerzeichen vor, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich glaube nicht. Weil, wer sollte es schon kennen, Digga. Ich meine, ich bin glaube ich der Einzige auf der Welt, der noch heute Text auf PC kopiert. Deswegen glaube ich nicht, dass jemand kennt. Oh yeah, da haben wir es wieder. Auch wenn es komplett leer wegen Stream, haben wir es hier wieder. So, und jetzt aber hier. Nein, nicht das so. Reinfügen. Warte. Na, wenn du es auch nicht kopierst, obwohl die sagen, dass du kopieren sollst, so kopieren. Und jetzt hier. Löschen. Anfügen. Aha! Na, zeig mal her. Ah ja, jetzt geht's so. Ja. Ja. Eigentlich würde ich jetzt eine E-Mail bekommen von denen, aber ich bekomme keine E-Mail. Aha, so. Doch. Okay, Leute, wir können weiter zocken, solange ich keine E-Mail bekomme. Ist alles gut. Weil ich muss die E-Mail dann antworten. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen dumm, weil ich hier warten musste, aber ich meine, Bruder, ich tue noch was für euch und zwar einen Stream machen. Also gut gerade. Weil ehrlich, ich bin ein Einfänger, das wissen wir alle. Ich finde Einfänger halt nicht so schlecht, oder? So. E-Mails aktualisieren. Ich habe noch immer keine Bestätigungs-E-Mail von dir bekommen. Und sagen zu mir, bestätigen Sie bitte in der E-Mail-Adresse in der E-Mail, die wir Ihnen gesendet haben. Ich aktualisiere zweimal mein E-Mail-Postfach, bekomme keine Bestätigung. Bestätigen. Ja, dieser bestätigen. E-Mail senden. So. Wenn das gleich nicht ankommt, dann ist irgendwie PayPal raus. Dann habe ich die richtige E-Mail eingegeben. Denn die haben jetzt schon gerade so eine Bestätigung von
zu einem Sepa-Mann da gesendet. Heißt die E-Mail ist richtig. Aber. Ah, ja. Ja, Leute, jetzt geht's. Ich bestätige das kurz, dass wir gleich im Zocken. So. Passwort. Jeder Eingang wird überprüft. Und wir sind drinne. Perfekt. Leute, perfekt. So, schon mal fertig. Dann gehen wir mal auf PayPal Me. Und Leute, ich mache mir den PayPal Me Link und dann werde ich jetzt mal euch meinen geben. Ich werde mein Foto hinzufügen und dann könnt ihr mir immer spenden, Leute. Den PayPal Me Link werde ich immer verlinken, damit ihr mir spenden könnt, wenn ihr wollt. Ne? So. So. PayPal Me / QSX unterstrich. Wie in Fortnite, Leute. Wie in Fortnite heißt ich jetzt, warte. Auf PayPal. Aber man kann sowas nicht. Man nimmt PayPal Me's QSX YouTube. So, Leute, ich mach mal ich kopiere gleich mal den Link noch rüber hier so. Ah, ja, okay. Ja, PayPal Me's QSX YouTube. Ja, danke dafür. Ein Blali. Okay, Leute, wir können schon durchgehen weiter. Yay! Nicht lieber zocken. Oh, okay. Mach ich hier. Jetzt lass mal gleich einen Hyper Escape Battle Pass holen, Leute. Ich gehe Hyper Escape holen die Battle Pass. Denn ich habe so ein Battle Pass Ticket bekommen von Dings Nvidia. Da war so irgendwie, ich bekomme so ein Battle Pass, wenn ich das über die öffne. Ich habe dann glaube ich keinen. Ja, ich habe eine Adresse, das war das richtig. Oh ja. Bisschen PayPal faktisch schad. Ja, richtig. Okay. Ja. Es ist euer Ernst, ich habe doch gestern mich jetzt angemeldet, sogar im Stream war. Jetzt fang ich so ab. Jetzt fang ich mal so ab, wenn ich mich neu anmelden muss, ja? So, jetzt. Alter. Nein, danke. So. Und jetzt erstmal das Ganze erklären. Na, ich glaube, ich weiß schon, was ich machen kann. Und zwar. So, Telefonnummer, ja, passt alles. Ja, habe ich gelesen. Kappa, habe ich nicht gelesen. Ich kann es nicht löschen, doch. Aha. Richtig, Website habe ich keine. Ah, lol. Ja, ich will Hyperscape starten. Ja. Oder? Ich kann es jetzt nicht rüber. Ach nein, jetzt habe ich das Problem. So, erledigt. Richtig, absenden. PayPal.
Nein, mit dem. Ja, genau, richtig. Ja, ich will auch den Premium Pass. Ja, ich will ihn haben. Ich kann ihn doch haben. Aber wie hole ich mir ihn? Warte. Shop, ne? Ja, Shop. Nicht Einstellung, ich will den Shop-Feature. Ach nein. Battle Pass hier. Battle Pass kaufen. Hyper Battle Pass. Aber, Bruder, ich habe die doch schon umsonst. So. Ich glaube, ich mache mal kurz mein PayPal-Logo konnte fertig, Leute, und dann kaufen wir den Bild mal später. Oder doch, ich mache einfach hier. Leute, dazu möchte ich mal einfach kurz mein schwarzes Bild hier einblenden. Entschuldigung dafür. Da ihr mein PayPal-Konto sehen dürft. So, das wäre erledigt. Dann kaufen wir das Ganze mal über PayPal. Ja, ich bin einverstanden. Mit irgendeinem scheiß AGB. Atlantis PayPal. E-Mail-Adresse oder Nummer? Ja. Die Mucke. Wow. Ach nee, ich habe keinen Bock wieder. Leute, wir dürfen wieder schauen. Ich habe keinen Bock mehr. PayPal funktioniert irgendwie wieder nicht. Wie gefühlt jedes Mal bei mir so. So, okay, Leute, wir zocken gleich weiter. Oder los. So, lass mal hier rein dann. Wir gehen wieder zurück und wir laufen hier ein bisschen. Okay, Leute, wir zocken gleich weiter. Aber, ja. Ich kann es eigentlich sogar das Spiel sogar schließen und einfach mein Desktop laufen lassen. Weil ich meine, ich habe sowieso keinen Zuschauer. Und ich streame nur, weil ich mir langweilig ist drin. Oh, fuck, fuck, so, ja. Adressbuch auf PayPal im Webbrowser. Das war's komplett. Ja, was ist das los? Ich will auch Übersicht. Ich will mal kurz was testen, Leute. Und zwar gehe ich mir mal auf E-Mail und dann auf meine Haupt-E-Mail, wie man was testen, weil PayPal mir das vorschlägt. Das war so Rechnungen über die. Gib mir die E-Mail-Adresse ein. Ich weiß, es ist langweilig, weil ihr die ganze Zeit nur Black Screen da so seht, aber wo ich gerade meine privaten Sachen hübsch mache. Aber es ist geil. So. Bitte überprüfen Sie die Eingabe. Rechnungsnummer. Ja. So. E-Mail-Adresse. Neue Kunden hinzufügen. So, Vorname. Nachname. Telefonnummer. So, Preis.
50 €. So. Trinkgeld akzeptieren. Teilzahlung zulassen. Körper. Rabatt. Versand. 6 €. So, Vorschau. So. Als ob ich es gerade gemacht habe, oder? Auf meine eigene E-Mail in der Rechnung gesehen. So. Oh, hey, süß, Bruder. Nein, und ich möchte jetzt mal meine E-Mail aktualisieren. Mal schauen, was passiert. So, was ist das? I can find you license. Angel, nice. I grant you 5 cents. I like it. Okay, es klappt schon mal, Leute. Wir haben jetzt mal alles und ja. Von der Marmelade. Aber Leute, und das verspreche ich euch. Wenn ihr es wollt, können wir gleich schon mal was machen. Und zwar, wir könnten gleich, aber nur wenn ihr wollt, ne? Ich meine es ernst. Wir könnten gleich mal Schönes machen. In anderen Worten, ich habe einfach Bock mit euch zu schauen. Ihr könnt euch Videos anschauen, was wir auch tun werden. Und ja, ein bisschen schön. Weiter. Ich soll eigentlich meine Hände nur 2 Minuten bestätigen, die soll ich wieder bestätigen, weil es angeblich schlecht bestätigt wurde. So. Danke dafür, PayPal. Es ist ein Problem aufgetreten. Wir haben einen falschen Code eingegeben. Dann sag mal ja. Hm? Wo ist denn meine? Besser? Ah ja. So. So muss ich noch die Scheiße hier machen, Leute, und dann können wir gleich wirklich schon anfangen. Mit allem, was wir wollen. Yay! Jetzt sehe ich mal. Ja, okay, das ist der falsche Account. Ich hab das richtige Account, meine ich. Okay, yo, Leute, yo, wir bestellen mal Essen hier. Ihr könnt natürlich meine Adresse alle von da essen, ja, egal so. Dann gehen wir erstmal hier. Leute, ich fahre wirklich super hart, ne? Dass ihr das mit mir macht, ey. So. Dann gehen wir auf Lieferando. Lieferando.de. Oder gibt's. Leute, eine kleine Frage. Okay. Dings. Gibt's auch Deliveroo in Deutschland? In Fulda, warte.
möchte lieber du Deliveroo hier, Deliveroo Lieferservice hier. Deliveroo ist in Deutschland leider nicht mehr verfügbar. Lieferant hat alles aufgekauft. Sag doch mal Foodora. Weißt du, bei Foodora, wenn ich das eingebe, komme ich auf Dings auf. Lieferando? Ja, ist so. Die haben alles aufgekauft, die sind Bastarde. Ja, okay. Leute, ich nehme meine Adresse ein. Ja, Stand aufrufen. Ich bin nicht im Berge Isarslohn, sondern bei in der alten Adresse. Nicht in irgendeinem Berg. So. Leute, wir suchen mal zusammen Restaurants auf. Komm, helf mir mal, Restaurants zu finden, die geil sind. Okay, auf Ehre. Warum habe ich überhaupt die Lieferung auf dieser falschen Browser? Mann! So eine Scheiße! Also. Das ist falsch, das darf ich nicht sehen. Und hier ist, Leute, liefert Ando. Und hier ist, Leute, müssen wir zusammen raussuchen, welches Essen wir wollen. Also auf jeden Fall will ich, das, was ich gestern gefunden habe, die Pizza, Leute, war super geil. Ja, ja, die können ja meine Adresse wissen, Leute, ich hab nicht was. So. Eigentlich hätte ich so Bock auf mehr Anzeigen. Eigentlich hätte ich Bock auf Bratwurst. So dumm. Webs. Webs ist halt auch geil, ne? Aber ich weiß nicht. Ich müsste eigentlich auswählen, die schon offen sind. Na, falsch auf. Kam keine Restaurants auf meinen offen? Ab 11 Uhr, ab 12 Uhr. Und mein Stammrestaurant muss ich doch offen haben, oder? Das ist schon gestern. Da will ich wieder bestellen. So, nämlich schauen, was es ist. Hier. Auch ab 11 Uhr, ist das euer fucking Ernst? Om Shanti. Das soll ich mal. Oh yeah. Fantasia Kebab, ich liebe sie. So. Können wir hier Accounts machen? Ja. Will ich aber nicht. Okay, was habe ich? Kebab-Teller mit Pommes. Soll ich hier vielleicht Pommes Tzatziki? Eigentlich will ich so eine richtig geile Pizza, aber auch nicht. Vergessen hatte ich schon Pizza. Lamachon wäre geil. Nudeln. Hm. Schnitzel mit Rahmsoße ist eigentlich voll geil, aber. Ich wusste genau, dass die auch 15 Euro liefern, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Es gibt wohl keine gratis, die verkosten gratis. Nee, Mindestbestellwert meine ich. Die verkosten keine Präferenz, Mindestbestellwert. 15 Euro oder weniger. Was haben wir da? Oder 10 Euro oder weniger. Nur Burger Me und Belizies. Okay, Burger Me, Leute, da habe ich noch nie bestellt. Habe noch nie da gegessen. Ich will es aber mal machen. Der Burger Me ist bei mir komplett um die Ecke und ich habe mal Bock, da was zu probieren. Fünf Sterne? Nein. Ja, Fahrerinnen sind immer nett, Leute, weil die, die nicht aus Schulter kommen, die es nicht wissen, die fahren hier mit dem Motorrad rum, ne? Die fahren so mit diesen, so wie man es immer so in Galileo oder so sieht, mit diesem Motorrad und zieht so eine Box drauf. So. Eigentlich will ich so ein richtig geiles, so einen richtig geilen Burger, so einen normalen Kindermenü, ne, da hab ich keinen drauf. Oder ein Softdrink. Ich hatte noch eine Pepsi von gestern, aber. Fritz Cola. Hey, geil. Die liefern ab 7 Euro. Ich glaube, ich hab's gleich ehrlich. Allein weil ich schon mit 3 Colas ein Wasser für 2,07 Euro. Ja, mein Meister. Inklusive Pfand, ja, okay, aber Bruder. Eine Zitronenlimonade würde ich eigentlich schon haben.
Cola, Orangen, Limo, hä, was ist das? Hoher Fruchtanteil. Fritz Limo. Ich hab keinen Bock. Cookies? Es gibt Cookies, Leute, das ist. Ah, oh, geil. Eigentlich hätte ich echt schon Bock so auf Cookies, so ordentlich Cookies, ne? Welche Leute, was wir machen? Wir nehmen mal ein Cookie hell und ein Cookie dunkel mit. Einfach nur aus einem Grund, weil die haben noch nicht offen, aber nur aus einem Grund. Und zwar, ich habe das schon vorher bestellt, und Cookie dunkel und Cookie hell machen wir nur aus einem Grund, Leute. Ich will die mal mit euch probieren und euch dann sagen, welcher besser ist. Machen sie es jetzt nicht. Ich will einfach mal die bisschen supporten, so. Wenn ihr das seht, Bürger, wie mein Meister. So, was haben wir noch so, damit wir diese 3 Euro einfach voll bekommen? Käse-Ecken wäre geil. Oder Chicken Wings halt. Oder Pommes. Das kostet noch 2,49 Euro. Ist eine Scheiße. Mini-Kindermenü. Das könnte jetzt 5 Euro halt, ne, aber. Entweder auch noch ein Burger, aber ich weiß nicht welchen genauso. Mit Crunchy Chicken, Tomaten, Salat, lass mal eine Nese. Außer, wenn man die Mayo wegmachen kann, nehme ich ihn. Nein. Will ich auch nicht. Ich will nur was anderes machen. Kann man hier irgendwie den Dings wegmachen? Kann man hier irgendwie die Mayo wegmachen? Oder Mayo ist besser. Hier ist der ist so eine Mayo. Aber halt mit Käse. Ich feiere halt keinen Käse in Burgern. Das ist halt so. Veggie. Crunchy Chicken, Tomaten, Salat. Wieder Mayo. Das ist der von eben, ja. Komm. Beef Burger liebe ich. Komm, gib mich hier den billigsten Gefühl so. Mit Zwiebeln, Tomaten, Rüben. Wieder mit Mayo. Kann man die Mayo irgendwie wegmachen? Mal ganz ehrlich. Nee. Auch hier. Barbecue Soße, Zwiebeln, Tomaten, Rüben und Salat. Na moin. Mit Bacon kann ich essen. Barbecue Soße ist okay. Zwiebeln, Tomaten, sauren Gurken. Ja, okay. Mit lässigem Beef ist das Rindfleisch. Dann nehmen wir das beste Rindfleisch, ne? Ja. Mit Classic Beef, mit nicht anderes feinstes Angus-Kostenfleisch aus Irland. Nee. Nein. Gratis-Extras. Hm. Mit Bacon. Was ist Bacon? Eigentlich Doppel-Bacon. Bacon ist geil, ne? Hat jetzt schon Bacon drauf. Ja, da hat Bacon drauf. Also, sie würden sich doch durch anderen Burger wohnen, Mayo. Mit Bacon, Tomatensalat, frische Emmentaler kann man essen. Und, Zwiebeln, ja, Pennos, Salat und Doppelkäsesoße, ja. Das ist halt schon irgendwie komisch, ne? Du weißt. Eigentlich will ich schon Getränke nehmen, aber Bruder, ich glaube, die Getränke kosten nicht für 3 Euro eins, ne? Softdrinks. Und dann dieses Jahr, was haben die da? Ne, das haben wir schon eben gesehen, ja. Softwings haben die. Der billigste, der teuerste Softwing kostet 2,57 Euro und das ist so ein Spritz-Bio-Rhabarber-Ding. Schmeckt super. Beste Beschreibung für ein Produkt. Es schmeckt super. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, Leute, aber ganz ehrlich, ich weiß einfach gar nicht, wie man so schmeckt super macht. Schokoladenkuchen für 3,29 Euro. Werden wir. Warum habe ich die Apfelsaftschorle reingetan? Danke. Ein Cheesecake. Ein Käsekuchen, Leute. Ihr müsst jetzt wirklich diesen Chat schreiben. Ich muss es wissen. Ich bin ansonsten am Arsch. Ich muss jetzt mit euch hier rein. Und schauen, was ich in den Chat geschrieben habe. Weil, wenn nicht im Chat ist, habe ich ein Problem. Ja, ihr seht meine Verläufe. Dürft ihr machen. Ich will aber das nicht. Ich will zu meinem Kanal, du Peach. So. So. Dann machen wir jetzt mal Ton aus. Wo es hier aber geht, ist, ob ihr in den Chat schreiben könntet, was ich mir holen soll. Zusätzlich. Weil ich habe meine. Wir haben schon die Cookies zum Probieren. Also die wollte ich auch noch normales Essen bestellen, aber halt so Cookies hier. Und die 2 Cookies zu bestellen, wäre dumm. Ja komm, Leute, wir nehmen noch. So. 2-mal hell, 2-mal dunkel, Leute. Seht ihr? 2-mal Cookie hell, 2-mal Cookie dunkel. Machen wir so. Dings. Alles einfach aus dem Grund. Ich feiere Cookies und ich finde die mal probieren. Bei Subway waren die. Subway, Leute. Subway. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir nochmal auf die Lieferando gehen, oder Subway. Denn Subway hat ja auch Cookies und die feiere ich noch mehr. Und wenn die es hinkriegen, jetzt Subway sollte es eigentlich schon offen haben, jetzt zu liefern.
Weil Subway ist bei mir auch um die Ecke. Soweit ich weiß, ist Subway bei mir 100 Meter entfernt. Ich bin so genau so vor. So, aber ich habe so keinen Bock, dahin zu laufen. Subway nach 12 Uhr. Nein! Um 15 Uhr bin ich bestellt. Ja, okay, Leute, wir schauen mal nach, wo wir das Bessere finden. Cookies, Chips und Co. So. Hier sind halt Cookies billiger. Cookies 3 Stück. Hier ist billiger. 12 Cookies, Leute. Ich glaube, davon wäre ich ehrlich voll. Oh, wow, wow. Es ist schon schwer. Da gibt es halt auch noch Chips zum Essen. Hier nicht. Also, ich werde mal den Warenkorb voll machen, dann schauen, was passiert und dann schauen wir, welche ich nicht bestelle. Aber erstmal will ich einen geilen Web hier. Keine Sparmenüs, ich will normale Webs. Auch zugabliert so. Nach oben hier. Beliebte Gerichte, ja. Chicken Teriyakis. Sparmenü, ich will aber. Was hab ich noch hier? Alkoholfreie Getränke. Alkoholfreie Getränke. Ja. So, eine Kohle für 2,75. Geht so. Hat ja auch Pepsi. Schande. Lol. So, dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal einen Cookie und zwar einen hellen Dunkel. Letztens hatte ich so Double Chocolate White Macadamia Nut Cookie. Chocolate Chip Cookie. Double Chocolate oder Chocolate Chip. Da kommt natürlich den Chocolate Chip und in den Warenkorb. Für 14 Euro haben wir da noch was. Und zwar, ich würde sogar vorschlagen, wir nehmen noch Lay's Chips dazu. Und, und dann noch einen schönen Salat, so. Weil hier ist halt wirklich mehr Auswahl. Salat Türkei mit saftiger Truthahnbrust. Weil da so eine Käse ist, ja, 5,50 € nehmen wir mit. Oh! Mit Tomaten, Bruder. Ist klar. Was habe ich hier noch? Fleisch doppelt. Bacon extra. Was habe ich hier noch? Ohne Soße. Ich weiß, die öffnen ja später, weil wenn ich die schon mal bestelle, dann öffnen die halt später. Ohne Gemüse. Ja. Man kann sogar beides anklicken. Nun. Jede Käsesorte. Ohne Käse. So. 6,10 €. Noch immer 6,90 €. Also hier muss ich ehrlich viel bestellen. Wir haben schon einen Cookie. Wir können sogar 2 Cookies nehmen. Dann haben wir noch Lay's Chips. Ich würde mal vorstellen, wir nehmen sogar 2 Cookies, weil wir wollten ja sowieso probieren. Wir nehmen nochmal den Double Chocolate. Ich glaube, das ist so ein dunkler. Ja. Und da haben wir noch immer 5,90 €. Ich glaube, dafür bekommen wir echt schon. Das ist geil, wir haben Salat drin. Ah, Leute, wisst ihr, was wir machen? Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen nicht zusammen auf Videos. Und, Dings, wir werden es später bestellen. Ich glaube, später haben die offen. Da kann ich nochmal ein bisschen mehr anschauen, welche heute liefern. Dann stellen sie auch vielleicht bei meiner Stammpizzerie. Die kennen mich da bin ich fast immer. Ja. Oder wir können eigentlich auch ein bisschen For You auf TikTok scrollen. Auch meine For You. Ja, komm Leute, wir machen es einfach. Ja, ja. Ey, ey. Ja, ey. Coming from the next lane. One rock with a Glock, I can't really rock. Teardrop on my homie fake, he caught her body. No DM, I'm her LCM on Instagram. My skin been up. Ey, ey. Ich weiß, Leute, wo wir den. Es lagt, nein, da hab ich keinen Bock rein. Ah, so. Leute, ist so ein Werbung, Maiskins. Kann ich mal schauen. Meine ich ernst? So, myskins.de, denn ich finde, man kann am meisten mal bestellen, so auf ihre. Okay, ich bin auf myskins. Ah! Fuck! Habe ich einen Weg getan, so. Myskins. Skins. .de. Meistens von Kuh sind die. Mangara Bungi. Kann
Komm, Leute, wir gucken uns Bangoa Boogie. Ich will noch mal das Video sehen. Also noch. Okay, Leute, reicht schon wieder. Auf dem Warenkorb. Willst du auch einen Fortnite-Account verkaufen? Nein, will ich nicht. Weil ich dafür 1000 Euro bekomme, ja, mein Account kostet über 1000 Euro. Ich habe dann, glaube ich, 2000 reingesteckt. Aber ein paar. Warum? Ich benutze nicht mehr Insta. Ja, okay. Aber okay, wenn ihr wollt. Das war doch ehrlich, einfach nur Follower, aber okay. Ich glaube, es gab so einen Code, der hieß Wildscuff. Bin mir sicher. Oder? Yes, gab's. Kann man noch mehrere Code machen? Ich glaube, es gab noch einen zwar. Ah, also beide geben was. Ich mache einfach aus. Also. So. Immer der Mobiltelefonnummer, Leute. Dann müssen wir ein bisschen mal kurz hier wegtun. Wenn wir ein Emote haben, oder werden wir. Also wenn wir ein Emote bekommen, werden wir damit gleich ein Stream zu feiern. So, einfach überall reingeben mit Controller natürlich noch. Und dann einfach so andere Leute forschen. So. Warum mit Controller? Wir werden natürlich auch nochmal zocken. Also gut zocken mit Keyboard, wisst ihr noch, bin ich Anfänger. Da hat keinen Sinn. So. Weiter soziale Mutter habt ihr PayPal. Fehler. Adresse, ja, stimmt, Adresse habe ich vielleicht nicht. Okay, warum nicht? Warum wollte ich meine Adresse? So. Wahrscheinlich sollte ich ihn trinken gehen. Bitte nimm PayPal, bitte nimm. Die nehmen dich mal auf PayPal! Die nehmen noch nicht mal PayPal! Was ist das? Was Coinbase? Was ist das? Die nehmen halt noch nicht mal PayPal! Mann! Och, nee, muss ich wieder meine Bank aussuchen. Nein, irgendwas. Nein, Leute. Was mir immer so nervt, niemand kein PayPal. Ich muss irgendwie eine andere Methode hier finden, irgendwie zu bezahlen. Ich gebe sogar Trinkgeld. Aber dafür, dass ihr PayPal dann macht. Ach, Mann. Was ist dieses Mr. Cash? Ich schau einfach mal, Leute, welche Bezahldienste vielleicht bei mir in Frage kommen würden. Ah. Okay, das geht schon mal nicht. Okay, Leute, wir gehen jetzt wirklich auf lustige YouTube-Videos. Ich würde sogar mal vorschlagen, ja, da rein, da. Ich hoffe, es gefällt euch und wir haben Spaß dran, so gesagt. Noch Homo. So. Kann man die eigentlich auch seinen Desktop Wallpaper verwenden? Geil, so. Okay, Leute, wir werden jetzt mal machen. Wir werden. Oh, mein eigener Film. Cool, ne? Wir werden jetzt mal auf Video reagieren. Wahrscheinlich auch welches. Ich gebe einfach ein. Fertig. Ich habe das noch nie gesehen, ne? PC. Also, was ich nie gesehen. Ich sag einfach fertig PC ein. Nicht derartig PC, ja, fertig PC. Und dann gehen wir auf Zufallsgenerator und die Zahl der Videos, die kommt, müssen wir nehmen, so. Zufallsgeneratorzahl. Zufallsgenerator. So, Leute. Eine Zwischenzahl zwischen 1 und 1 Million. Und das sind 10.000, 1 Million. Yes. 34.000, 41.000, ja, okay, was kommt denn, Leute? Wir müssen zwischen 1 und 10 machen, da beziehen sie die besten Videos. Weil ansonsten müssen wir 1000 Videos wollen. Deine Zahl ist 2, ja, Leute, wir müssen uns das anschauen. Relativ wirklich, ich habe auch ein fertig PC-Service bei
im PC bei Indie XT gekauft. Das Video habe ich schon gesehen, weil wir können trotzdem mal drauf hier gehen, Leute. So, warte mal. So. Hatte ich hier. Wir können trotzdem mal drauf hier gehen, obwohl ich es schon gesehen habe. Lego, Leute. Lego. So. Cases, ihre All-in-One-Wasserkühlungen. Für erste Mainboards und für ein wirklich schickes Beleuchtungssystem. Ja. Außerhalb von Europa ist NZXT aber auch bekannt für fertige Komplett-Gaming-PCs. Und das System, was sie in den USA schon eine lange Zeit auf dem Markt haben, haben sie auch vor kurzem nach Deutschland gebracht. Ihr sucht euch die Spiele aus, die ihr spielen wollt, ja, wählt den Preis aus, den ihr zahlen wollt und bekommt eine fertige Konfiguration. Also ich weiß schon, wie das Video geht. Ich habe das schon zwei, dreimal gesehen, aber trotzdem bin ich so überlegt. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Beste Intro, ehrlich. Dieses Autos Mainboard ist geil. Das Video hier ist unterstützt durch NZXT. Daher steht gekauft auch in Anführungszeichen im Titel, denn sie haben mir leihweise einen Gaming-PC, den ich ausgewählt habe, geschickt. Allerdings ändert das nichts an meinem Fazit, ja, oder meiner Meinung, das nur jetzt schon mal vorweg. NZXT hat vor kurzem seinen BLD-Service nach Deutschland gebracht. Ja. Das ist ein Fertig-PC-Service, den sie in den USA nun wirklich schon sehr lange anbieten. Fertig-PC-Shops gibt es auch wie Sand am Meer. Der von NZXT ist allerdings ein bisschen anders und hat so ein paar interessante Aspekte. Sagen wir einfach mal, ihr habt keine Ahnung von Komponenten, von PCs und wollt einfach nur zocken. Ihr wollt nicht tagelang recherchieren, ob eure Games auf Prozessor X und Grafikkarte Y auch wirklich mit den gewünschten Frameraten laufen? Dann ist die Idee von NZXT keine schlechte, denn sie fangen bei ihren Fertig-PCs mit dem wichtigsten Part an. Und zwar den Spielen, die ihr spielen wollt. Ja. Ihr seid auf der Seite und habt als allererstes eine Auswahl an verschiedenen Games. Von diesen Games wählt ihr drei Stück aus, die ihr spielen wollt. In meinem Fall entscheide ich mich natürlich für CSGO, Rainbow Six Siege und PlayerUnknown's Battlegrounds, weil das Spiele sind, die ich auch realistischerweise spiele. Unten habt ihr dann noch einen Regler für die Auflösung und für unsere Zwecke wählen wir natürlich 1440p aus. Habt ihr das gemacht, klickt ihr auf Weiter und gelangt zum nächsten wichtigen Aspekt, nämlich zum Preis. Wie viel wollt ihr ausgeben? In meinem Fall kann ich von Preiskategorien ab 1000 bis 2500 Euro auswählen. Ja, Leute. Und heute sind wir mal reich und entscheiden uns für 2500 Euro. Wähle ich jetzt den Preis aus, gelangen wir auf eine weitere Unterseite, die mir darüber hinaus dann noch anzeigt, welche Performance ich auf 1440p und den höchsten Settings erwarten kann. Und nicht nur das, mir wird auch der Konfigurationsvorschlag von NZXT angezeigt. Und ihr könnt auch noch über einen Schalter zwischen einem Intel und einem AMD Konfigurationsvorschlag, ja, wählen. Soweit ist das super interessant für Leute, die wirklich keine Ahnung von PCs haben. Wenn ich jetzt aber sage, irgendwie passt mir der PC nicht und ich möchte noch andere Komponenten drin haben. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ihr stellt uns auch ein PC für 1500 Euro, Leute. 1500 Euro bei NZXT Build. Wir werden zusammen konfigurieren. Auch wenn es ein Link ist von dem und ich denke mal, dass man noch anders drauf kommt. Wenn sich Leute zusammen konfigurieren. Ach, der hat. Ja, Leute. Beginne deinen PC, Leute. Und wir werden zusammen einen zusammenstellen, okay? Wirklich zusammen. Und wir schauen, was wir hier erreichen. Ich weiß nicht, ob ich ihn zu 100% bestellen werde. Also, ich weiß, dass mein Spiel dabei ist. Aber ich könnte mir ein Spiel vorschlagen, so das neue Hyperscape. Es gibt Hyperscape, aber auch egal. Es gibt noch Hyperscape. Ach, Nutter. So, wir werden auf jeden Fall erstmal CSGO will ich auch mal zocken. Fortnite. Und COD. Und gehen wir mal hier rauf. 1080p, Leute, nur. Wir nehmen 1500 Euro. Und, ja, auch klar, Fortnite. Ja. Dann nehmen wir erstmal ein. Ich weiß, bei Intel werden wir höhere Frameraten bei manchen Spielen haben. Allerdings feiere ich AMD mehr. Dann nehmen wir nochmal das Gehäuse anders. Für 2000 Euro. Und das ist ein geiles Ding. Konfigurieren es mal. Und wir nehmen, Leute, erstmal ein paar neue Sachen. Und zwar das Gehäuse haben wir gerade schon.
Ich will eigentlich sogar das Gehäuse, warum auch immer. So, komm, Yalda. Nein, dann will ich doch das. Aus dem Grund, dass ich meine Kühlung behalten will. Es ist nämlich, glaube ich, die... Ja, be quiet, pure look slim. Eine M22, eine X63 wird, glaube ich, reichen. Oder eine X73. Das Motherboard, ja, dann mach ich das anderes Motherboard, du Fick, Alter. Ich will sowieso ein anderes, das heißt, was für ein Gigabyte, Digga. Zuallererst nehmen wir mal, nicht weil es das teuerste ist, sondern weil ich einfach ein Wi-Fi-Board brauche. Weil wir zu Hause sehr wenige Ladeschlüssel sind, da passt auch die Ausbildung rein, ne? Ja, da passt sie rein. So. GPU haben wir eine 2070 Super Ventus, das ist falsch. Ich will die nicht haben. Spaß. Da steht nicht mal wie viel. Da steht nicht mal wie viel Gigabyte die hat. Sukabia, zeig mal wie viel Gigabyte die ab. Na, scheiß drauf, irgendwie einfach. CPU. Ja, ich mein's ernst. Netzteil. Seasonic Focus, nein, die brauchen wir mehr was, finde ich. RAM. Ich möchte aber 32 GB, Leute, und das hat einen Grund. 32 GB hier. Einmal. Speicher SSD HDD. Die hat 1 TB die SSD. Ich will eigentlich immer so eine. 2 TB ist die von Samsung, das ist gut. Jetzt will ich nicht mit dem Preis verletzen, wird 3000 Euro PC, aber. Ja. Ich will einfach nur was figurieren. RGB-Beleuchtung. Na doch nicht. Zubehör, was haben wir hier noch? Ein Cup und eine USB-Erweiterung. Ja, ne. Party für die. Ja, haben wir die nicht. Farbe. Nee, die ist hübsch, Digga. Und auf den Home. Ja, komm, wir lassen es einfach bei Home. Ja, okay, das ist zu krass. Wir haben jetzt eine H710, das Gehäuse, das ist die, weil ihr kennt ja die Konfiguration. Ne? Ja, okay, Leute. Wir werden jetzt noch alles machen. Also, ja, zum Warenkorb. Ob ich das lizenzieren muss? Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch ein Paperless Press Checkout, wie geil. Ja. Kann sie das mal akzeptieren, die Teile ohne die zu lesen? Ich weiß nicht, die keine meinen. Gibt es auch PayPal? Hey! Okay, Leute, ich verschiebe mal das Ganze und mache mal den Express Checkout über PayPal. Nein, das ist die falsche E-Mail. Welche E-Mail habe ich jetzt überhaupt? Ich bin schon so dumm, ich weiß nicht mal meine E-Mail aus, nicht. Puh, so. Wir haben jetzt E-Mail. Hallo. Ah, ich weiß nicht wieder. Dumm. Und also, wir haben es richtig eingegeben und dann das Passwort. So, einloggen. Wir sind schon mal drin. Was ist denn das hier? Sie werden sicher eingeloggt. Also ich soll jetzt rücken gehen für alle Personen Sendelimit. Sie hat nicht überschreitet ihr Sendelimit. Zu ihrem Konto und heben sie das Sendelimit auf. Ja, okay, dann lass mich zu meinem Konto. Ach, Mann. Was in anderen Worten, ich muss jetzt mein Sendelimit ändern und ich habe keinen Bock drauf. Moin, Meister. Das ist nervig, einfach nervig, Leute. Na? Damit ich schon mal einen PC bestellen kann, muss ich mir irgendwie so ein Sendelimit machen, Digga.
Ja, aber send mir noch irgend so ein scheiß Code auf mein Handy wieder. Also, nervt Leute. Einmal bei Essen bestellen habe ich nie Probleme, weil da auch keine Fehler Gebühren sind. Aber jetzt, Digga. Das ist einfach nur nervig. Aha. Da ist eine Zahl falsch. So. So. Okay, Leute, wir machen gleich weiterhin mit irgendwas. Der Liken. PayPal. Komm, Jalda, lass mich rein. So, Einstellungen. Wo kann man die Sendelimit einstellen? So, Profil und Einstellung. Zahlungseinstellung. Bearbeiten. So, ich will eigentlich was anderes einstellen, und zwar bei der Einstellung, die Sendelimit. Limits für ihr Konto, hier. Sendelimit. Ich kann das nicht aufheben, 2500 Euro, Leute, ist ein Sendelimit. Limits aufheben. Aha, es ist wieder jetzt so dumm, Leute, ich muss wieder was machen. Also es nervt mich einfach nur komplett, aber ja. Dass ich 1000 Mal was machen muss, um meine Sachen zu bestellen. Ich meine, ich habe mir was für 5000 Euro mal bestellt, da muss ich gar nichts ändern. Nicht in so ein Sendelimit. Und was mache ich hier? Ich muss schon 20 Jahre was bestätigen, nur damit ich überhaupt mal was bestellen kann, Digga. Nervt mich nicht so. Kopieren. So, wieder. Bang. Das ist eine cool Game, Mama. Komm, heb die Limits auf. Ah, ein Fehler ist aufgetreten bei PayPal. Okay, Leute, wir haben noch immer ein Limit von 2500 Euro. Was in anderen Worten heißt, wir können ein PC bis 2500 Euro konfigurieren. Heißt, wir müssen jetzt mal zurück zu hier. Leute, zusammen. Und den PC ein bisschen umkonfigurieren. Denn ich glaube, ich muss sogar noch mal auf die Seite. NZXT Bild. Okay, Leute, wir werden noch mal eins konfigurieren. Also ich nehme maximal 1000 Euro Limit und werde mir dort Fortnite. 1000 Euro Limit. Weil ich nicht so viel ausgeben will und die 105 FPS. Ich meine, es ist wenig, aber Bruder. Komm, wir gehen einfach zurück zu Kassi, wird nichts verändern. Einfach nur, damit es klappt. So. Ich will mal, dass es bei 1000 Euro bleibt, Leute. Nein. Ich will diesen PC hier nicht. Auch wenn er geil war. Ich will einfach nur diese 1000 Euro behalten, dass ich kein Problem mehr mit PayPal habe. Weil er dann sagt, sind Limit überschritten. Ich habe da 2500 Euro Limit. Ich kann das sogar noch irgendwie zeigen, wenn ich mich abdocke. Klar? Komm, PayPal. Hallo, scheiß PayPal. So. Leute, PayPal fuck mich ab. Da, 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 da. Ich hasse PayPal. Also nicht so an sich. Ich liebe PayPal so an sich, aber ich hasse es mit diesen Teilen. Dass es so scheiße aufgebaut ist. Ah, verkackt. Ja, toll, ne?
Aber das funktioniert immer wieder nicht. Ich kann wieder was neu eingeben. Es funktioniert wieder nicht. So. Komm, Alter. Leute, ich hab's geschafft, So, PayPal, komm jetzt. Wenn es jetzt nicht klappt, ja, ist mir egal. Es muss klappen. Naja, Leute, dann klappt's halt eben nicht, ne? Ich würde mal sagen, Leute, aufgrund von diesem PayPal-Fehler gerade, bestellen wir zweimal Essen dann. Aber wir fangen jetzt schon mal gleich an, denn ich habe keinen Bock mehr zu warten. So. Leute, wir bestellen mal zweimal heute. Und ich weiß, das ist ziemlich langweilig. Ich mag das nicht, außer meine Sachen zu regeln, aber. Naja. Ich möchte schauen, ob alles schon. Leute, die machen ab 11 Uhr alle auf. Mann! Warum denn? Gibt es noch keine anderen Lieferdienste? Lieferservice. Lieferando natürlich. Rewe. Rewe. Ja, Lieferando. Guck mal, nur Lieferando hier. Lieferando. Nee, das nicht. Pizza Service ist, glaube ich, der einzige, den Lieferando nicht gekauft hat, ne? LOL. Ich glaube, das einzige, was Lieferando nicht gekauft hat. Okay. Postleitzahl. Ja. Ich weiß nicht, wie man Pizzeria richtig schreibt. Pizzeria, so. So. Nein, ihr Name. Mehr gebe ich euch auf jeden Fall schon mal nicht. Weil wir Leute eine E-Mail, die ich nie benutze, so. Deswegen mache ich so. Ja, wenn es nicht funktioniert, sorry. Nutte. So. Leute, das ist komplett. Ich kann hier auch nicht bestellen. Die waren auch nicht gekauft, aber es funktioniert nicht. Warte, war die wenigstens fast gleich bei Berlin. Scheiß drauf, Leute. Also, wir bestellen scheinbar auf Lieferando jetzt. Dings. Wir können jetzt schon mal bestellen. Ich glaube, das funktioniert trotzdem. So, jetzt zuallererst gehe ich hier zu Burger Me rüber, denn ich möchte Burger Me was gönnen. Dann kaufen wir uns hier, weil wir haben doch die Cookies drin. Ja, komm, Leute, wir machen nur die Cookies heute. Bei Burger Me und bei dem anderen Restaurant bestimmt so was Besseres. Ich finde einfach, Cookies sind gut. Ja. Ja. Etage. Erdgeschoss. Name. Ich muss ja meinen anderen Namen eintragen. Nun. Ich habe einfach schon einmal das eingetragen, sehen konnten, die wir auch das liefern. Gemischte Lieferzeit. Kann man so schnell wie möglich anwählen? Nö. Oh, ich will so schnell wie möglich halt, ne? 11:45 Uhr. Am merken für das Restaurant. Gar nicht. PayPal. Da muss ich bestellen. Leider. Okay, ekelhaft. Ja, hallo. So. Leute. Jetzt zahlen. Don't join your way, thanks. Warum funktioniert das nicht?
Oder mich verarschen bloß. Noch einmal. Na, das muss funktionieren, ey. Ich weiß nicht, was das Problem gerade ist, so. Jetzt funktioniert mein PayPal nicht. Ich habe doch schon gerade eine Zahlungsstelle, wenn man das so nennen kann, hinzugefügt. Also, was ist das Problem? So. Das hier, Leute, wir müssen es doch mal machen. Schnell, weil wir noch so ein Problem haben, so. So, Rainbow. So, Leute, wir fügen es mal ein hier. So. Geburtsdatum ist das hier. Einige Angaben sind nicht korrekt. Doch. Kann man die auch mit Kontonummer eingeben? Dann mache ich mit Kontonummer. Ja, okay. So, geht auch. Perfekt. Kontonummer. Ist die dort? Und eine Bankleitzahl. Und ich hoffe, das jetzt funktioniert. Sonst sind wir gefickt, denn ich will essen. Okay, Leute, man kann sagen, ey, ich will mir einfach was zu kaufen gehen. Ja. Das Problem ist halt einfach nur. Dings. Ich habe kein Bargeld. Und wenn sie zu Bank geht, funktioniert es wie immer. Ach, Leute, ich werde den Stream, glaube ich, gleich. Gleich, glaube ich. Und versuche irgendwas zu PayPal und PayPal zu machen. Ja, ich weiß, dass mit PayPal ein Fehler aufgetreten ist. Ach Mann. Okay, Leute, ich beende den Streamer und erkläre die ganzen Sachen hier. Und dann, ja. Haut einfach rein, Leute.